Ja, einen schönen guten Abend zu einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Ausstellungseröffnung. Die ungewöhnlichste Ausstellungseröffnung, seit es das Museum gibt, mit Sicherheit. Nämlich filmisch, online heute für Sie. Denn die Corona-Pandemie zwingt uns leider immer noch, sehr unüblich für uns, unsere Ausstellung ohne die Freunde des Museums auf einer Feier zu eröffnen. Deshalb möchte ich unser neues Projekt, das ab morgen offen ist, für Sie alle, einmal kurz vorstellen. Wir haben eine wunderbare Fotoausstellung für Sie vorbereitet zu einer echten Hamburgensie, nämlich über die Hamburger Howaldswerke, eine der größten und wichtigsten Werften der hamburgischen Geschichte, die gerade in ihrer Hochzeit, zur Zeit des Wirtschaftswunders, mit Vollbeschäftigung ihre Blütezeit hatte. Und genau über diese Zeit, die 50er und 60er Jahre, geht diese Ausstellung. Werft im Wirtschaftswunder ist der Untertitel. Und es sind über 50 Bilder, die Ihnen das pralle Leben auf dieser Werft zeigen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Büros, auf den Hellingen, in allen Bereichen. Und natürlich auch die zeitgeschichtliche Prominenz, die sich auf der Werft ein Stelldichein gab, wann immer ein Schiff vom Stapel gelassen wurde. All das können Sie hier bei uns jetzt bis zum 4. April nächsten Jahres sehen. Die Kamera geht gerade auf eines der großformatigen Bilder, die uns die Schiffe auf den Hellingen zeigt. In 1957 Vollbeschäftigung herrschte, überall ist etwas los. Und natürlich will ich Ihnen jetzt noch nicht alles zeigen, das sollen Sie sich ja selber ansehen. Aber vielleicht mal kurz etwas zur Bedeutung der Werft. 1909 gegründet, hat sie in ihrer Hochzeit in den 50er Jahren über 9000 Beschäftigte gehabt und bei einer hohen Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer gesamten Lebensdauer immerhin bis 45.000 Menschen beschäftigt, und die kamen aus Hamburg und aus der hamburgischen Umgebung. Und das heißt, dass, wenn man die Familienmitglieder mitzählt, sicherlich bis zu 200.000 Menschen hier bei uns in der Gegend noch immer eine persönliche, geschichtliche Verbindung zu dieser Werft haben. Und für all diese Menschen, aber auch für alle darüber hinaus, ist diese Ausstellung gedacht. Wenn Sie damals dort gearbeitet haben und nochmal Ihren alten Arbeitsplatz sehen wollen, dann kommen Sie jetzt hierher. Vielleicht finden Sie sich sogar auf einem der Fotos selber wieder. Zum Beispiel hier eine wunderbare Fotografie, die die Belegschaft zeigt, ebenfalls 1957. Die Männer sind zufrieden, es herrscht Wirtschaftswunder, es herrscht Vollbeschäftigung, die Jobs waren sicher. Was gibt es Schöneres, nicht wahr? Und ich möchte Ihnen aber auch nicht vorenthalten, Leute, die wirklich jeder kennt und in der Zeit auch jeder bewundert hat, die zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten, hier zum Beispiel während eines Stapellaufs der griechische Großreder Aristoteles Onassis mit Frau Athena und Kindern, gleich daneben der Bundeskanzler Konrad Adenauer in Begleitung des Direktors Schecker der Howaldswerke zu sehen. Und wir werden Ihnen natürlich nicht nur diese Fotos zeigen. Wir haben natürlich auch etwas aus unserer Schiffsmodellsammlung dazugestellt. Das bekannteste Schiff, das dort gebaut wurde. Sie werden ahnen, welches es ist. Darauf gehen wir jetzt mal langsam zu, während wir hier so an Herrn Brandt vorbeiflanieren. Da wird sie gebaut. Und hier steht sie, zumindest im Modell, die Tina Onassis, 1953 bei Howald vom Stapel gelassen. Das war ein Hamburger Großereignis, wo es ein Stelldichein der Bürgerinnen und Bürger gab. Da wollte wirklich jeder dabei sein, der sich für Schifffahrt interessierte oder in der Schifffahrt sein Geld verdiente. Ja, und das war auch schon unser kurzes Video. Ab morgen sind wir hier auf. Es ist im Eintrittspreis inbegriffen. Ich stehe jetzt hier nach Feierabend, deshalb darf ich hier ohne Maske stehen. Ich möchte Sie aber bitten, dass Sie morgen dann das jetzt wirklich definitiv geltende Maskengebot im Hause einhalten. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Wermutstropfen, wenn man sich eine so schöne Ausstellung, die im Eintrittspreis inbegriffen ist, ansehen kann. Das ist etwas für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Das ist etwas für alle Leute, die mit Schifffahrt verbunden sind, die die Schifffahrt lieben. Kommen Sie bitte hierher.
Unterstützen Sie uns mit Ihrem Besuch, freuen Sie sich an den schönen Bildern und lassen Sie vielleicht einen kleinen Kommentar in unserem Gästebuch da, wie es Ihnen gefallen hat. Das hören wir immer sehr gern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer Sonderausstellung.